Vielen, 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 vielen Dank für mittlerweile über 1200 Abonnenten. Ja, als YouTuber ist man dazu geneigt, diesen Erfolg des Erreichens des 1000 Abonnenten-Meilensteins sich selbst anzurechnen, denn es war ja das eigene Ziel. Aber wenn wir ehrlich sind, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Denn diese 1000 Abonnenten, das sind nicht einfach Abonnenten, das seid ihr. Ja, ihr seid diese 1000, beziehungsweise mittlerweile 1217. Und ja, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Ich könnte noch so viele Videos machen, wenn ihr sie nicht schauen und abonnieren und gut finden würdet. Dann gäbe es auch diese magische 1000 nicht. Ja, ich hatte euch gebeten, für das 1000 Abonnenten-Special Fragen zu stellen, und drei von euch haben das auch getan, und diese Fragen werde ich jetzt gleich beantworten und im Anschluss noch etwas Organisatorisches klären, bevor wir dann, ja, feierlich den Discord-Server eröffnen. Beziehungsweise eröffnet ist er eigentlich schon, aber ich gebe euch dann eine kleine Guided Tour. Gut, kommen wir zu den Fragen. Enrico Dietrich fragt: Was ist deiner Meinung nach das beste Waffenset? Welche Klassen, Fähigkeiten und so weiter? Und natürlich wird es Guides zu den jeweiligen Klassen geben, ohne Druck und Stress. Also, es sind im Grunde vier Fragen. Ich habe die schon mal aufgebröselt. Aufgedröselt heißt, oder? Egal. Also, was ist meiner Meinung nach das beste Waffenset? Ist schwierig zu sagen. Das, womit ich am liebsten spiele, ist eigentlich kein Waffenset, weil ich ja nur mit einer Primärwaffe spiele. Und ja, das sind eigentlich drei Waffen, die mir am meisten Spaß machen. Das ist die G36C, die G36C Scout und die 416. Wenn ich mit zwei Waffen spielen würde, wie es ja auch im PvP zum Beispiel der Fall ist, dann würde ich als Zweitwaffe noch eine Sniper mitnehmen, zum Beispiel eine Tech 50. Ja, als Pistole, da mag ich am liebsten die USP. Das hat aber keinen bestimmten Grund. Ich mag die einfach. Jo, was sind meiner Meinung nach die besten Klassen? Ich schleiche am liebsten und deshalb sind für mich die besten Klassen der Panther und der Echelon. Ja, die anderen Klassen sind halt eigentlich nicht so meins. Die spiele ich auch so eigentlich auch selbst im PvP eigentlich nie. Beziehungsweise ich habe schon ewig keinen Breakpoint PvP mehr gespielt, weil es da scheinbar sehr viele Bugs momentan gibt und die auch irgendwie nicht gefixt werden. Ich weiß nicht, was da los ist bei Ubisoft. Ja, was sind meiner Meinung nach die besten Fähigkeiten? Da wäre zum ersten, das was ich eigentlich immer dabei habe, schmaler Schatten, um besser schleichen zu können. Und dann noch nah und persönlich heißt es, glaube ich. Und dann als drittes also entweder, kommt drauf an, wenn ich was sprengen will, dann das, wie heißt es, Sprengmeister oder so, sowas in der Art heißt's. Oder ansonsten, wie heißt dieser Perk noch? Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Heißt er Anstürmen? Kann sein, dass er Anstürmen heißt. Ich glaube, er heißt Anstürmen. Naja, bestimmt heißt er so. Ja, und wird es Guides zu den jeweiligen Klassen geben? Jein, es wird keine klassischen Guides geben, oder zumindest habe ich mal keine geplant, was die Zukunft bringt. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich ja noch machen. Ich meine, da es in Breakpoints, beziehungsweise für Breakpoint ja kaum noch neuen Content gibt, da muss ich mir was aus den Fingern ziehen und vielleicht werde ich dann auch noch richtige Guides machen, in denen ich zeige, wie man die Klassen spielen sollte. Wobei es halt jedem eigentlich selbst überlassen ist, wie er spielt. Aber es wird auf jeden Fall, das ist schon beschlossene Sache,
wird es eine Art Level Guide, naja, wobei nicht Level Guide, eher so eine Art Level Let's Play oder Level Walkthrough geben. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich in jeder Folge nur einen Level von einer Klasse mache, also von 1 bis 20 dann jede Klasse durch. Und ja, dadurch wird dann halt die ersten Folgen werden halt relativ kurz, aber hinten raus wird das Ganze halt doch schon sehr grindy und da glaube ich schon, dass so eine Folge schon mal eine halbe Stunde gehen kann. Und ich finde, es ist ich hab's. Ja, und ich finde, es ist einfacher als Zuschauer dann, wenn man wissen will, wie komme ich zum Beispiel von Level 17 auf Level 18 beim Scharfschützen, Beispiel, dann einfach in der Playlist zu gucken, vom Level Guide Scharfschütze oder wie auch immer, und dann einfach zu schauen, ja, Video, okay, Level 17 auf 18, wunderbar, dann gucke ich mir das an, dann muss ich nicht durch ein Video, in dem ich alles zeige, in dem alles gezeigt wird, irgendwie in 2 Stunden oder so, dann durchskippen, bis ich dann irgendwie an der entsprechenden Stelle bin. Ich finde, das ist am besten. Also mir persönlich würde das am besten gefallen, deswegen werde ich das auch so tun, weil so mache ich meine Videos eigentlich immer, dass ich die Videos so aufnehme und so, ja, beschrifte, nenne ich es mal, so die, also Titel und so weiter, wie ich es gerne haben würde als Zuschauer, wenn ich Informationen suche, also zumindest bei den Tutorials. Ja, und genau so werde ich das dann tun. So jede Folge ein Level. Das werde ich dann donnerstags veröffentlichen. Und zwar dann nicht nur eine Folge, sondern immer 2 oder 3 Folgen sogar. Ich glaube, 3 Folgen ist eine gute Zahl pro Tag. Und ja, da sind wir dann bei... Da sind wir dann bei ungefähr 7 Wochen, also 7-mal Donnerstag pro Klasse. Und ja, das gibt dann auf jeden Fall Content für längere Zeit. Und ja, damit ist auf jeden Fall dann sichergestellt, dass dann auf jeden Fall auch, ja, der Donnerstagsslot dann auch mal belegt wird, weil momentan gibt's ja nur Montag, Mittwoch und Freitag. Mein Ziel wäre es eigentlich, ja, so mehr oder weniger 4 oder 5 Uploads die Woche zu haben. So, zum nächsten. MKXLOL fragt, was ist für dich persönlich die stärkste Waffe in Ghost Recon Breakpoint? Ich habe da schon ein paar Mal gesagt, also beziehungsweise geschrieben in den Kommentaren, die stärkste Waffe generell ist die, mit der du gut umgehen kannst. Bei mir, in meinem Fall, ist das die, wie eben schon erwähnt, G36, G36C und 416. Die mehr oder weniger objektiv stärkste Waffe dürfte, glaube ich, die Tech 50 Sniper sein. Was die MPs angeht, die Vector und die andere, wie heißt sie noch? Es gibt eine Waffe, die hat eine höhere Feuerrate als die Vector. Die meine ich gerade. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber die ist auch noch sehr gut. Mit der habe ich früher, als ich noch regelmäßig PvP gespielt habe, als man das noch gut spielen konnte, habe ich dort immer gespielt. Ach, wie heißt die noch? Ich weiß es nicht mehr. Es wird mir bestimmt einfallen, sobald ich die Aufnahmen beendet habe. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Wie heißt die Waffe? Ich habe die so lange gespielt. Ich weiß es nicht. Was liegt? Ich hab's. Die Scorpion Evo. Die ist es. Die hat noch eine noch höhere Feuerrate als die Vector. Und die ist auch noch sehr gut. Ist aber halt auf Long Range kaum zu gebrauchen. Ist halt eine MP, ne? Deshalb, also meine Favoriten eigentlich sind immer Sturmgewehre. Also am liebsten momentan die 416
mit einem Holovisier und einem klappbaren Verstärker, um weiter zu zoomen. Oder alternativ mit dem digitalen Visier, bei dem man zwischen zwei Zoomstufen hin und her schalten kann. Jo. Und ganz wichtig für mich persönlich ist immer, dass ich einen Abzug einbauen kann oder dass schon einer drin ist, der Einzelschuss ermöglicht. Jo, das wär's eigentlich. Wie gesagt, generell eigentlich die Waffe, mit der du am besten umgehen kannst, ist die stärkste. Dann fragt Jo SSen. Jo SSen? Jo aus Essen? Jo Jossen? Essen, Essen. Ich habe mich zu lange getraut auf. Ja, er fragt, glaubst du, es wird eine Episode 4 kommen, beziehungsweise Moa Island wird zukünftig eine Rolle spielen? Und was ist dein Fazit zu Ember Sky? Deiner Meinung nach bestes Event oder eher mau? Also, glaubst du, es wird eine Episode 4 kommen? Ich würde es mir wünschen, aber ich bezweifle es. Wenn wir eine Episode 4 oder auch ein Jahr 2 bekommen, dann wissen wir, dass Breakpoint ein finanzieller Erfolg war. Aber ich glaube nicht, dass Breakpoint ein finanzieller Erfolg war, weil der Launch so ultra hart gefailt war. Der Launch, den haben sie halt richtig komplett in den Sand gesetzt, weil das Spiel halt am Anfang. Es war nicht schlecht, aber es hat halt nicht viel mit Ghost Recon zu tun gehabt, meiner Meinung nach. Und ich glaube nicht, dass die ganzen Spieler, die dem Spiel am Anfang mal eine Chance gegeben hatten, die es damals ausprobiert hatten, dass die später im späteren Verlauf nochmal reingeguckt haben. Ich meine, das Interesse generell an Breakpoint ist noch da. Das sieht man immer, vor allem wenn es irgendwie in einem Video um News zu Breakpoint geht oder zum neuen Event oder irgendwas. Die Videos haben für meine Verhältnisse perverse Aufrufzahlen. Also richtig, richtig geil. Und ich bezweifle aber trotzdem, dass da noch groß Manpower hinter Breakpoint steckt bei der Entwicklung. Ich glaube, da sitzt nur noch ein kleines Core-Team dahinter, das irgendwie, keine Ahnung, ab und zu mal irgendwas raushaut. Aber da was Großes wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Ich bezweifle es. Also, meine Hoffnung ist ja, dass dann vielleicht dann Ende des Jahres ein neuer Ghost Recon-Teil nicht released wird. Das wäre viel zu früh. Aber angekündigt wird. Zumal im November auch Ghost Recon 20-jähriges Jubiläum feiert. Ich glaube, ich lasse die Outtakes alle drin. Normalerweise schneide ich das raus, aber ich lasse das, glaube ich, alles drin. Alle Fahrspieler, was soll's. Ja, wie gesagt, im November wird Ghost Recon 20 Jahre alt. Und da muss eigentlich irgendwas kommen. Irgendwas muss da kommen. Ich würde ja persönlich ein Remake des ersten Ghost Recon feiern. Aber das wird wahrscheinlich mit der heutigen Spielerschaft von Ghost Recon, die ja Ghost Recon größtenteils tatsächlich mit dem Wildlands-Prinzip verbindet. Ich glaube, die hätten keinen Spaß mit Ghost Recon 1 mehr. Was schade ist, weil es eigentlich echt ein cooles Spiel war. Ich hätte auch echt Bock, das nochmal durchzuspielen, obwohl ich es schon so oft durchgespielt habe. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Glaubst du, Moa Island wird zukünftig eine Rolle spielen? Also Moa Island war ja ursprünglich geplant für den zweiten Raid. Nun ist es aber ja so, dass der zweite Raid abgesagt wurde. Und man kann aber ja schon, das habe ich in diversen Videos gesehen, irgendwie, man kann sich da hinklitschen. Aber ob da jetzt wirklich noch was kommt auf Moa Island,
eigentlich müsste noch was kommen, weil die Insel ist da. Die haben sie gemacht. Die müsste halt nur noch befüllt werden. Aber halt auch sinnvoll befüllt werden und nicht sinnlos. Und wie gesagt, da meiner Meinung nach nur noch ein kleines Team dahinter steht, wenn Moa Island noch eine Rolle spielen wird, dann wird es, vermute ich, noch etwas dauern, bis da noch irgendwas kommt. Ich würde mich freuen, weil ja, mehr Inhalt ist, mehr Content ist immer geil. Aber an und für sich finde ich die Welt von Breakpoint jetzt eigentlich schon teilweise zu groß. Es gibt so viele Ecken auf Aurora, die so viel Potenzial haben, aber wo halt einfach nichts los ist. Da spawnen keine Gegner, da läuft niemand rum. Die sehen geil aus, aber sind halt einfach komplett leer. Und noch mehr leere Fläche brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, am allermeisten wünschen für Breakpoint würde ich mir persönlich einen Missionseditor. Sowas in der Art, wie es auch bei Assassin's Creed, Odyssey oder war's auch schon bei Origins? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei Odyssey war es auf jeden Fall, dass man halt selbst user-generierte Missionen machen konnte. Man konnte sich selbst Missionen ausdenken, beziehungsweise kann das immer noch, und kann die dann wie in einer Art Workshop, Steam Workshop oder halt bei Breakpoint ist ja nicht bei Steam leider, aber halt in so einer Liste dann veröffentlichen, sodass andere die spielen können. Das wäre richtig cool, da hätte ich richtig Bock drauf, auch da selbst einige Missionen zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob da noch viel kommt. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja. Und dann könnte man, also wenn es so einen Missionseditor gäbe, dann könnte man auch easy die Moa Island eröffnen und vielleicht auch, oder ein Missionseditor ähnlich wie bei Arma, gut, das wäre viel zu übertrieben für Breakpoint, das ist mir schon klar, aber so, dass man halt so simple Gebäude, zumindest Unterstände oder sowas in der Mission dann platzieren kann, so, es wäre geil, aber wird wohl ein Wunschtraum bleiben, leider. Die letzte Frage. Was ist dein Fazit zu Ember Sky? Deiner Meinung nach bestes Event oder doch eher mau? Ich fand die Events allesamt ziemlich geil. Der Terminator hat mich persönlich ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil der ist halt wie so eine Homing Missile. Du kannst dich, das kannst du mal ausprobieren. Aktiviere einfach in den Welteinstellungen die Terminator und dann lauf ein bisschen durch die Welt und dann dauert's nicht lang und du siehst Sentinel, die gegen einen Terminator kämpfen. Leg dich einfach irgendwo von mir aus in einem Busch flach hin, mach diese Tarnung in Bauchlage, schmier dich mit Matsch ein und bleib einfach ruhig liegen, mach gar nichts. Sobald der Terminator die Sentinel getötet hat, kommt er ganz zielgerichtet genau auf den Punkt, auf dem du liegst. Du kannst dich vor dem nicht verstecken. Und das ist das, was mich am Terminator stört. Weil er halt immer genau weiß, wo du bist. Deshalb, du kannst eigentlich nicht wirklich richtig taktisch vorgehen, sondern du musst halt einfach so nach dem Gothic-Prinzip vorgehen und einfach immer volles Pfund aufs Maul. Dem immer volles Pfund aufs Maul geben, sonst hast du eigentlich keine Chance im Immersive Mode, also Groß Experience mit auf maximaler Schwierigkeit. Der ist sowieso so ultra hart auf extrem. Ist fast nicht zu schaffen. Ja, so, wie ist dann jetzt mein Fazit? Ja. Gut, also beziehungsweise, ich habe die Frage ja noch gar nicht ganz beantwortet. Ja, Ember Sky war ziemlich geil, aber mir persönlich hat das Event mit Sam Fisher noch besser gefallen, glaube ich. Vor allem, weil ich halt auch gerne schleiche und sowas. Und da gab es ja auch diese eine Mission, wo man also den Scheinwerfern ausweichen musste und so. Das war schon cool.
Bis auf den Endkampf vom wie hieß das Event eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall von diesem Splinter Cell Event. Der Endkampf, der war ätzend. Als das rauskam, gab es auch die KI-Kameraden noch nicht. Das heißt, jeder Tod war endgültig. Also jeder Tod hieß dann nochmal neu laden. Der Endkampf war so ätzend mit diesen blöden Flugdrohnen, die da so immer so in der Luft rumtanzen, dass du sie eigentlich kaum treffen kannst. Mittlerweile wurden die Flugdrohnen ja genervt, das heißt, mittlerweile dürfte das etwas einfacher sein. Aber damals war es echt ein Pain in the Ass. Das war auch das erste und einzige Mal, wo ich die Schwierigkeit runter auf einfach gestellt habe, weil es mir so auf den Keks ging. Ja, das waren die Fragen, beziehungsweise noch mein Fazit zu Ember Sky, ja. Ember Sky war cool. Es war auch richtig cool mit dem Gas und so. Was mich sehr gestört hat, war, dass man innerhalb des Gases so einfach gar nichts gesehen hat, teilweise. Egal mit welchem Sichtmodus. Beziehungsweise man musste eigentlich fast permanent mit der Wärmebild rumlaufen, weil man halt sonst einfach die Hand vor Augen nicht gesehen hat. Die Gegner haben einen aber trotzdem gesehen. Also hatte man einen extremen Nachteil, wenn man nicht mit Wärmebild gespielt hat und die Gegner so dann dadurch entdecken konnte. Ja. Also, ja. Ember Sky war cool. Auf meiner Skala von 1 bis, oder von 3 bis 1, wobei 1 das Beste wäre auf 3 der Terminator, auf 2 Ember Sky und auf 1 der, also auf Platz 1 die Splinter Cell, das Splinter Cell Event. Jo. Moment, das war kein Event. Splinter Cell war kein Event, das war eine komplette Episode. Ja, das wäre jetzt nun mal ein Fall für Outtakes, aber nein, ich lasse drin. Okay, das andere Event war das mit den Outcasts. Als die Outcasts dann endlich mal in die Offensive gingen. Ja, das kommt aber trotzdem auf Platz 1, denn da ist tatsächlich ein bisschen Wildlands-Gefühl aufgekommen, weil halt mal Leben in der Welt war. Ja, so, nach diesem Mega-Fail weiter im Text. Und zwar erstmal was Organisatorisches. Und zwar die Outfit-Guides. Ich weiß, einige von euch mögen die Outfit-Guides. Mir persönlich, muss ich allerdings sagen, machen die mittlerweile nicht mehr so viel Spaß zu produzieren. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die jetzt erstmal, ich komme gleich nochmal darauf zurück, erstmal sein zu lassen. Also erstmal kommt am Montag, jetzt erstmal nichts. Halt, stopp! Ja, hallo, ich bin die Stimme aus dem Schnitt. Ja, ich habe später tatsächlich vergessen, nochmal auf die Outfit-Guides einzugehen. Deshalb schiebe ich das jetzt gerade hier schnell dazwischen. Und zwar dachte ich mir, dass ich vielleicht dann mal so ab und zu dann jetzt für den neu frei gewordenen Montagsslot so Custom-Missionen mache. Also so selbst Missionen ausdenken und die dann so spielen. Und wenn ich dann dort ein spezielles Outfit verwende, dann werde ich dann dazu, also zugehörig zu dieser Folge dann, einen separaten Outfit-Guide dann machen, in dem ich dann zeige, wie ich das Outfit halt zusammengestellt habe. Gut, das war's schon. Viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ja, dann werden dienstags, die muss ich aber erst aufnehmen, das kann noch ein paar Wochen dauern, dienstags immersive Fraktionsmissionen kommen. Also, wie ich das schon mal so testweise gezeigt hatte, Fraktionsmissionen mit, so als Roleplay, ja? Roleplay-Art gespielt halt, ne? So Rollenspiel-mäßig. Dann mittwochs weiterhin Let's Play, solange es noch Content gibt. Da ist noch einiges offen. Einige Nebenmissionen, dann natürlich noch die Events, komplette Episode 2 und 3.
Da sind wir erstmal noch auf der sicheren Seite. Da kommt noch einiges. Dann die Tutorial-mäßigen, ja, diese Level-Up-Walkthroughs, nenne ich es jetzt hier im Video. Die kommen dann erstmal donnerstags. 3 Videos, wenn ich sie aufgenommen habe. Wie gesagt, es kann noch ein paar Wochen dauern. Vielleicht schon nächste Woche, ich weiß es nicht. Aber ich denke, die Chancen stehen ganz gut für übernächste Woche. Ja, weil ich vor allem freitags immer viel aufnehmen kann, wenn es mir nicht gerade schlecht geht. Und ja, dann freitags. Freitags ist ja der Tutorial-Tag. Und da gehen mir so langsam aber sicher die Ideen aus. So 2-3 Ideen habe ich noch für Tutorials, aber das wird schon langsam knapp. Da könnte ich dann eigentlich so ein Level, nicht so, so ein Klassenguide reinpacken, so als Tutorial, so an den Tutorial-Tag, ne? Ich glaube, das mache ich. Enrico, ich glaube, das mache ich. Ja, dann mache ich dann frei. Auf jeden Fall, dann habe ich, keine Ahnung, wie viele Klassen haben wir? 7. Dann habe ich noch so für, ja, so sagen wir so 10, 11 Freitage habe ich noch, ja, noch Content quasi. Aber dann wird's echt knapp, weil mir gehen ansonsten echt die Ideen aus. Diese eine Idee kam mir jetzt gerade mehr oder weniger spontan. Aber da brauche ich eure Hilfe. Und zwar schreibt mir einfach mal in die Kommentare, womit ihr Probleme habt. Womit hast du Probleme bei Breakpoint? Wozu würdest du dir ein Tutorial wünschen? Was es nicht schon gibt vielleicht. Und was vielleicht auch nicht ganz so trivial ist wie Fallschirmspringen. Das ist... Ich kann kein Tutorial zum Basejump machen. Dazu ist der viel zu random. Mal funktioniert's, mal nicht. Müsst ihr ausprobieren. Mal funktioniert's, mal nicht. Irgendwann bekommt ihr so ungefähr ein Gefühl dafür, wo ihr einen Basejump machen könnt. Und selbst dann funktioniert es nur so zu 70%, zu 30% fallt ihr trotzdem berg runter. Ja, es ist einfach Breakpoint. Ja, genau, das war das Organisatorische. Dann hast du vielleicht schon gesehen, wenn du aufmerksam zugeschaut hast, habe ich in diesem Video insgesamt 2 weitere Codes versteckt, mit denen du diese Klassenpatches im Rainbow Six Siege Style freischalten kannst. Der Link zu der Seite, wo du die Dinger freischalten kannst, ist in der Videobeschreibung. Vielleicht pinne ich das auch nochmal als Kommentar an. Ja, und die Codes sind, wie gesagt, irgendwo im Video versteckt. Vielleicht kam schon einer, vielleicht kam schon 2. Das weiß ich jetzt nicht. Das entscheide ich dann nachher, wenn ich das Video schneide. Ja, dann der Discord-Server. Das ist dann das letzte hier im Bunde. Und zwar der Discord-Server. So, dann muss ich jetzt mal hier meine Notizen wegmachen. Und da Discord starten. Ein Streamer-Modus aus. Gehe ich mal hier auf den Server. Dum, 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 dum. Kann sich nur um Stunden handeln. So, dann mache ich das Ding mal groß. Und schalte hier mal um. Da bin ich mal kurz weg. Ja, so. Das hier ist mein Discord-Server. Beziehungsweise unser Discord-Server. Den Link zum Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung. Ich gestikuliere immer noch, obwohl die Kamera jetzt aus ist. Ja, kannst du keinem erzählen. Ja, auf jeden Fall den Link findest du in der Videobeschreibung und auch als angepinnten Kommentar, wenn ich es nicht vergessen sollte. In der Videobeschreibung aber auf jeden Fall. Und ja, also gebe ich dir mal eine kleine Tour durch den Server. Und zwar startest du natürlich im herzlich willkommen Kanal. Hier findest du eine kleine Beschreibung, ein paar Links zu meinen Kanälen, eine Anleitung dazu, welcher Kanal für was da ist. Und dann am Schluss noch die Regeln. Die findest du aber auch, das war der falsche Knopf. Findest du auch alles hier nochmal angepinnt. Also zumindest hier die Kanäle und die
Regeln, genau. Die Regeln sind nichts Besonderes, das ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand und etwas Freundlichkeit alles ganz normal. Ja, dann bei den Alarmeinstellungen, da kannst du einstellen, zu welchen Posts du benachrichtigt werden möchtest, beziehungsweise von Discord dann erwähnt werden möchtest. Das Ganze funktioniert so, dass wenn du da jetzt auf den Knopf drückst, und dann kriegst du da eine Rolle zugewiesen. Das ist dann Twitter-Alarm, YouTube-Alarm, Twitch-Alarm, Job-Alarm, Giveaway-Alarm und News-Alarm. Und die werden dann in den entsprechenden Kanälen Hasatra Content, News, Jobs und Giveaways jeweils erwähnt. Content ist schon ziemlich voll, denn ich habe den Server schon lange vorbereitet, aber habe halt immer noch viel mit den Bots rumprobiert. Ich wollte so ein bisschen Gamification reinbringen, aber irgendwie hat das alles nicht so geil funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen habe ich das dann letztendlich dann doch wieder weggelassen. Ja, also hier siehst du hier, das war eine Twitter-Nachricht. Dann wird Twitter-Alarm erwähnt, bei YouTube-Alarm wird YouTube-Alarm erwähnt. Und so funktioniert das dann hier über die Alarmeinstellungen. Anwählen, dann bekommst du diese Rolle. Und wenn du es wieder wegmachst, ich habe jetzt mir Twitter-Alarm weggemacht, dann ist Twitter-Alarm weg. Mache ich wieder hin, ist Twitter-Alarm wieder dabei. Also kannst du ganz easy, wie du gerade Bock hast, einstellen. Bei News findest du dann immer News, wenn es irgendwelche News geben sollte zum Kanal oder wenn ich mal einen Zweitkanal machen sollte, was ich momentan nicht vorhabe. Aber ja, zu allem findest du dann hier News zukünftig. Wenn es denn welche gibt, ja, bei Jobs findest du Jobangebote, wenn ich mal wieder Cutter, Designer oder sonst was suche. Die habe ich bisher immer über Fiverr gesucht. Und ja, die Ethik, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das Arbeitsverhalten auf Fiverr ist, das lässt doch schon sehr zu wünschen übrig. Also wie die Leute da arbeiten. Ein Cutter, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe zum Beispiel, der hat dann auf einmal hat er irgendwie angefangen, mich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zu fronten. Ich habe keine Ahnung wieso. Also nicht öffentlich oder so, sondern in den in privaten Nachrichten bei Fiverr. Gut, richtige Fronts waren es eigentlich nicht, aber auf jeden Fall, ich habe ihn dann, als ich ihn nochmal, ich wollte ihn dann nochmal, anheuern und dann hat er auf einmal gesagt, ja, ich mache übrigens, also nein, erst kam wochenlang gar nichts, bis ich dann gesagt habe, ja gut, ich gebe es dann jetzt an jemand anderen und dann habe ich ihn dann irgendwann nochmal versucht anzuheuern und dann plötzlich kam dann ja, Ich mache nichts mehr auf Fiverr. Ja, ich meine, ist nicht so, als hätte ich dir schon hunderte von Euro hinterhergeworfen. Wir haben wochenlang zusammengearbeitet und ja, gut. Kann man nichts machen, ja. Die Arbeitsmoral, die ist einfach. Es sind halt viele junge Leute dort. Und deshalb würde ich dann, wenn ich nochmal was suchen würde, hier über den Discord hier bei uns aus der Community suchen. Ja, bei Giveaways, das ist eigentlich selbsterklärend. Und zwar bei Giveaways werde ich hier auch nochmal zwei weitere Codes veröffentlichen zu diesen für diese Rainbow Six Style Klassen Patches für Breakpoint. Ja, bei Feedback kannst du mir Feedback geben zum Videoschnitt oder sonst irgendwas zur Videoqualität, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man den Kanal eigentlich überhaupt braucht, weil eigentlich gibt's ja auch die YouTube-Kommentare. Ich habe ihn einfach mal reingenommen. Wenn wir nicht brauchen, dann mache ich ihn halt wieder weg. Ist ja kein Ding. Es sind zwei Klicks hier oder drei, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Bei der Vorstellungsrunde, da habe ich jetzt heute Abend schon mal was reingeschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber tun, wenn ihr wollt. Bei Chat, das ist eigentlich selbsterklärend, da könnt ihr munter drauf loschatten. Hilfe zum Spiel, das habe ich mir gedacht, weil ich bekomme öfters auch
über diverse soziale Netzwerke Fragen zum Spiel, ob ich da helfen kann oder so. Und das dachte ich, das verlagere ich lieber auf den Discord-Server, denn da könnt ihr dann auch noch mithelfen. Und natürlich könnt ihr auch selbst Fragen stellen, wenn ihr Hilfe bei irgendwas braucht. Laberrunde 1 und 2 sind einfach zwei Voice-Channels, wo man einfach mal labern kann. Könnt ihr labern, können wir labern, je nachdem, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwas mache. Ich bin momentan und jetzt vor allem auch in Zukunft mit den neuen Formaten dann wahrscheinlich sehr stark ausgelastet. Also werde ich wahrscheinlich eher weniger da drin sein momentan. Ja, ansonsten gibt's noch Spielersuche, Looking for Group, LFG, wenn ihr irgendwie Raid laufen wollt oder Mitspielersuch generell. Das muss auch nicht unbedingt für Breakpoint sein. Ihr könnt auch hier für andere Spiele suchen. Ja, also Spielersuche, relativ selbsterklärend. Lobby-Chat ist halt der Lobby-Chat. Ja, also für, wenn ihr miteinander spielen wollt und euch dann verabredet, geht dann zum Beispiel in den Lobby-Voice-Kanal oder hier in den Lobby-Chat. Man kann schreiben, ja, keine Ahnung, G2, keine Ahnung, wer geht Squad 1, wer geht Squad 2, sowieso. Und dafür gibt's hier auch noch zwei Voice-Channels, damit sich die beiden Squads, die beiden Teams dann halt absprechen können. Ja, das war's dann auch schon. Den Discord-Server kann ich natürlich bei Bedarf jederzeit erweitern. Oder einstampfen. Nee, also Kanäle entfernen oder hinzufügen. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. So, wir schalten hier mal wieder um. Da bin ich wieder. Ja, und dann, wie lange läuft das Video eigentlich schon? Oh ja, über eine halbe Stunde. Ja, das ist, hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Hätte auch nicht gedacht, dass ich schaffe, so lange darüber zu reden. Ich glaube, am Discord habe ich mich sehr lange aufgehalten. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen auf unseren Discord-Server. Es ist, wie gesagt, nicht meiner, es ist unserer. Denn ohne euch gäbe es keinen mich quasi. Wäre mein Kanal nicht so groß. Und ja. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die ganze Unterstützung, für die vielen Kommentare. Oh, ich habe was vergessen. Eigentlich wollte ich noch sagen, dass 1000 Abonnenten ja mein Ziel für letztes Jahr war, was ich nicht ganz erreicht habe, beziehungsweise wir nicht ganz erreicht haben, und dass mein Ziel für dieses Jahr 100.000 Abonnenten sind und 5 Millionen Videoaufrufe monatlich. Und ja, da brauche ich eigentlich eure Hilfe noch dafür, weil allein werde ich das nicht schaffen. Also bitte Videos teilen und so weiter. Ja gut, das habe ich dann jetzt irgendwie vergessen vorher zu sagen. Das kommt davon, wenn man es sich nicht auf die Stichwortliste schreibt. Ja, dann vergisst man sowas, wenn man Daniel heißt. Ja, okay, dann nochmal vielen herzlichen Dank und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.